Gibt man Zitronensaft der Braut, dann hat man sich's mit Reffe versaut. Es wird stattdessen besser sein. Probiert man es mal mit. Jawohl! Immer wieder das Gleiche. Alle Leute denken sich, was der hat, kann nicht reichen. Und sie versäuen mich mit Süßkram nicht zu knapp, obwohl ich eh schon so viel hab. Ausatmen ist verboten, hab ich mir oft erlegt, weil ich sonst in der Mode Platz und mir mich aufhecht. Drum schneid ich armer Bosch das Stäbchen mit dem Schärchendosch. Ich will das Weihnachtsnaschzeug endlich loswerden, weil mir hatte ja längst schon Ostern. Und alle, ich kann die Guts nicht mehr sehen. Ja, langsam mach ich schlapp 11 Palette Toffifee. Die Larve Meier ab, ja, es sind zwar noch 50.000 Guts, aber 300 täglich lutsche Dudes. Hab nicht nur Guts, die Klardinge. Na, Spekulant zu sagen und krieg ich Stolle in die Finger. Dann explodiert die Barte Schokolade, Männer stehen frohen Muts. Never the 50.000 CM Guts. Ich muss ja sagen, ne? Aufgrund von meiner körperlichen Verfassung, so richtig schlafen kann ich ja nicht. Also ich meine, eigentlich geht es nicht wie ein geölter Blitz. Aber ich will euch eins sagen, ne? Das sei mal gleich gesagt. Ein Behinderte ist kein Gefahrgut. Ach, dann nicht, wenn er sich babbelt. Das ist jetzt ein wichtiger Hinweis für den Verein. Damit so ein Verein was schaffen kann, da kommt es auch auf die Kohle an. Deswegen bitte ich euch zum Ende jetzt noch um eine dicke, fette Spende. Das Kartoffelsippchen ist jetzt all Spaß gemacht, ganz auf jeden Fall. Aber die Zeit, die wird euch auch knapp. Deshalb, Louis Adam, der Dichter und Schüler, hält jetzt endlich die Klappe. Dankeschön. Also ihr habt es gesehen, es war ein toller Auftritt, die Leute haben ordentlich mitgeklatscht und so weiter. Es, was aber auch ganz toll war, dass es zwei tolle Zeitungsberichte gegeben hat von der Königsteiner Woche und der Taunus-Zeitung. Ich blende euch die jetzt hier mal ein. Wenn das zu klein ist von der Auflösung und zum Lesen, ich packe es auch nochmal auf Instagram und packe die Links dazu bei mir rein und da in die Beschreibung auch hier unten nochmal. Und ja, dann könnt ihr euch das gern zur Gemüte führen. Was ihr euch auch zur Gemüte führen könnt, ist natürlich die Playlist mit meinen weiteren Kartoffelsippchen-Videos. Und damit sage ich dann mal ciao, euer Louis.